Das will doch keiner sehen hier. Ja, doch, Yvonne wollte bestimmt auch nochmal jemand anders sehen. Hm. Na gut, dann mache ich jetzt erstmal kurz hier. Folgenende. Ich habe schon mal ein Folgenende gemacht. Wir sind schon quasi wieder in der nächsten Folge. Aua. Die Eis ist durch. Dann machen wir heute nochmal die Kapitänsdings. Also eine zumindest davon. Dann machen wir am Sonntag, wenn es möglich ist. Oder ja, die Woche wird wahrscheinlich schwierig werden bei euch, ne? Ich habe Spätschicht. Ja, du Spätschicht, ne? Freitag wollten wir ja. Freitag wollen wir nur das Gespräch führen. Weil wir, wenn wir nicht mit der vollen Kapelle dabei sind, brauchen wir. Mit den neuen, oder was? Mehr mit den beiden neuen. Wenn wir nicht. Also voraus, der eine auf jeden Fall, aber ich weiß nicht, ob der zweite noch geschrieben. Ich habe dem geschrieben. Mal gucken. Dauert jetzt alles ein Momentchen. Nee, wenn wir nicht mit euch alle dabei haben, dann machen wir auch keine großen Sprünge. Also Markus ist ja so festes Teammitglied, ohne den läuft da sowieso nichts in der Gruppe. Deswegen, wenn wir dann nur mal zu zweit oder zu dritt sind, machen wir irgendwas anderes, irgendwelche Nebenmissionen. Dann machen wir nicht das, was wir eigentlich so vorhaben, eine Hauptmission. Deswegen kommt immer mal ein bisschen was dazwischen, wenn wir nicht alle da sind. So weit wollte ich eigentlich gar nicht reinfahren. Eigenes Auto verfängt. Ich wollte eigentlich nur so an den Strand und wollte dann so einen coolen Griff machen. Der ist ein bisschen zu weit gegangen. Ja, du hast ein Auto versenkt. Ja, ich hab mit Yvonne zusammen was versenkt. Ja. Also, du hast ja gerade gesagt, so weit wolltest du gar nicht rein. Ja, deswegen hat ja auch Yvonne so aufgeschrieben. Schön am Strand. So, bin jetzt gleich an meiner Yacht. Das heißt, wir können gleich. Obwohl ja eigentlich jetzt reichen müsste, wenn ich den Kapitän anrufe. Nur so nebenbei. Wofür habe ich jetzt eigentlich Sterne? Weil ich ein Auto versenkt habe? Bist du ein Sheriff? Umweltverschmutzung. Greta. Der Markus ist ein Sheriff, der hat einen Stern. It's me, Mario. So, dann will ich jetzt mal kurz eben zum El Capitano. Und dann gucken wir mal, was uns heute erwartet dann. Steht eigentlich wieder ein Helium-Pool? Nein, diesmal nicht. Der stand ja auch nur, wenn du die Mission gestartet hast, im Pool. Stimmt, ja. Ja, weil der doch normalerweise neu startet. Der spawnt ja dann irgendwie neuer oder so. Und da muss ich dann halt nur einen Platz suchen. So, also 6 Stück sind insgesamt. Jetzt haben wir Nummer 4. Dann starte mal hier, damit ich wegkomme hier von dem Stern. Eisbrecher heißt die Mission. Ach, bist du auch ein Gejagter? Ja. Und mit dem Stern musst du bei dem Stern musst du bezahlen, danke. Ja, ich weiß. Ich nicht. Machen wir die auch schwer? Wie du willst. Na gut. Da, es gibt dann. Ja, letztes Mal hast du ein bisschen mehr Kohle gegeben. So, dann suche ich mal eben kurz meine Partymitglieder. Da seid ihr eingeladen, alle Mann. Geh rein. Wenn der die Einladung annimmt und gleich direkt getötet wird, los. Ich wurde überfahren. Ja. Zu Recht. Wir haben eingeladen. Was? Verstehe ich nicht. Hä? Oh, Alter. Eisbrecher. Oh, das ist ja mit dem Partner, Alter. Das ist eine gute Band. Ja, ein neues Album jetzt rausgebracht, habe ich gesehen. So, ich hab's nur bei Spotify. So, ja, kann ich starten oder braucht ihr da noch irgendwie einen Moment? Von mir aus können wir. Okay. Jo. Ich glaube, diesmal ist es nicht wie bei der Heiß, wenn man dann die Themen aufgebraucht hat, dass wir neu starten müssen, sondern dann muss derjenige halt zugucken. Spaghetti Bolognese. Läuft hier von der Nase. Ja. Welche Nase? Ich bin Lord Voldemort. Ja, dem seine Eltern haben das, ich habe deine Nase spiel ziemlich übertrieben. Eigentlich muss man Lord Voldemort die Atmung von Darth Vader geben, da war's wenigstens realistisch. Keine Ahnung. Der atmet wahrscheinlich durch sein Hinterteil. So, was haben wir denn heute? Und da ist er wieder, der Helikopter im Pool. Yay! Ja, welche Überraschung. So, ich geh das mal saufen. Genug getan nach der Heiß, jetzt geht's ans Saufen.
Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu Flug 872. Ja, dann flieg mal. Dann lass mal einfliegen. So, was müssen wir noch machen? Und ich flieg. Wir müssen in ein Kühlhaus. Na dann, Prost, Kev. Warte. Da verschütten sie nichts. Das liegt an dir, wie du fliegst. Extra. Ich habe gerade sauber gemacht. Herr Pilot, darf ich Sie mal was fragen? Ich habe keine Lizenz zum Fliegen. Nein, warum hast du nur eine Maske auf? Tja, weil ihr gekippt seid. Oh, scheiße. Aber dafür ist nicht schon wieder. Dafür ist der Champagner gut. Dave Frosty. Ja. Ist klar, Champagner saufen und die ganze Zeit die Tür unten aufreißen, ne? Ich sehe das. Dann drehen wir sie einmal um, Tiere. Ich glaube, die wollen schon freiwillig in den Tod springen. So, da wo das große Haar ist, einfach mal lang. Ja. Nicht so einfach. Die olle Champagner-Säufer. Ist angekommen. Und ich habe keinen getötet. Jetzt aber wohl gerne. Was war mit dem? Erstmal die Typen da wegschießen, die da oben rumliegen, geistern. Was ist gerade hochgegangen? Das Ding, was wir zerstören müssen? Okay. Das war aber direkt dem Heli. Ja, das ist halt manchmal so. Die Frage ist, wo ist denn das Ding? Hm. Geht noch, ich seh keine. Meine Pumpe, glaube ich, wieder aufgegangen. Ja. Ah, verstehe, was wir hochjagen müssen, okay. Das ist ein Heli, pass auf. Der ist schon unten. Okay. Mir hat schon jemand runtergeholt. Yes! Hätte aber gerne. Da ist noch einer? Ja, würde ich sagen. Der springt einfach raus, hä? Den habe ich erschossen. Ja. Achso, ich sehe nur, wie er runterfällt, deswegen. Von der, hm? Okay. Ah, hier noch ein Heli. Ich mal haben. Alter, wie viele davon sollen wir jetzt noch spawnen? Ja. Ist der überhaupt runtergekommen? Ich muss erstmal kurz mal was snacken. Noch ein Heli. Oh, Alter, ey, das ist ja schlimm. Mhm. Scheiße. Ich muss auch kurz in den LKW nehmen, wie ein Drecks-LKW. Ich bin hier ganz unten am Boden. Ach, leg mich doch am Arsch. Komm hoch. Also ein paar von diesen Dingern scheinen auch auf anderen Dächern zu sein hier. Ja, wir will ja gerade nicht wieder hoch, wie ich das gerne hätte. So, jetzt. So, das habe ich. Ach, leck mich doch am Arsch, geh doch wieder hoch. Also egal. Wie viel sind noch? Einer noch, ne? Zwei? Ein Ziel noch. Ja, ja. Einer, ja. Und irgendwo da drüben ist noch ein Gegner, der mich die ganze Zeit beschießt. Ja. Sogar zwei Gegner. Oder sogar mehrere Gegner. Aber wo ist das letzte Ziel? Ich geh grad hin. Ach, okay. Da ist schon. Step 2 is a call-in. Get in the truck. I'll pin your GPS for the buyer.
Zwei Laster. Autos. Die da runtergekommen alle. Alter! Das war knapp! Irgendwie habe ich gefasst, aber hinten. So, der eine ist tot. Muss mich ein bisschen nach Ekeilen. Na super, ich kletter über ein Tor, was aufgeht. So, ja. Ich fahr schon mal einen der LKW. Ja, weg, dann überfahr ne? mich am besten noch schnell. Nehm ich mit! Drecksheli. Ich hab ihn auch noch fahren, okay. Du kannst auch mich fahren lassen, wie es bewusst. Aber, dann fahren wir. Oh. Herzhaft, du hast dich gerade mit dem Heli selber hochgejagt. Der Propeller hat meine Rakete erfasst. Bitte jetzt nicht nochmal sterben, das wäre sehr nett, danke. Alles gut. Ist nicht schlimm. Weil er kann ja quasi nur zugucken. Das ist das, was er meistens macht. Hey! Du bist so gemein! Ja, ich kann so schlecht Liebe zeigen. Dafür kann ich doch nichts. Ich will auch keine Liebe von dir. Oh! Alter. Was? Ja, ich hab die Einfahrt fast verpasst, jo. So, ich hab einen abgeliefert. Ja, wir haben noch 800 Meter. Ja, ich hab noch Zeit hier und der Weile hier noch 8. Das ist hier der Käufer. Das ist der Käufer. Ich stehe hier mit den Käufern hier. Mach ein bisschen chillig. Ja, wir haben's fast geschafft. Jetzt, genau, jetzt rechts rein. Mann, ich wollte euch meine Schrottkarre zeigen, die ich ja abgestaubt habe. 16.000. Na gut, die Mission scheint auf schwer, ne? Nur so den Ball. Gut, dann haben wir das auch. Sehr gute Mission eigentlich. Können wir sogar noch eine schaffen. Yay! Kurz schnell zu Next holen uns. Hm? Die erste. Ich muss dann kurz zu Next holen gehen. So, dann rufe ich jetzt meinen Kapitän gleich an, dann kann ich nämlich direkt weitermachen.